Karen. Wieso steht da Karen? Von innen verschlossen. Mach auf die Bude. Wie komme ich denn hin? Moin, guten Tag. Hallo. Von oben? Na, Jungs. Warte, ich soll eine Wette für euch klären. Was ist los? Ich hab nicht viel Zeit. Ich, nur eine Sekunde. Boxershorts oder Slips? Na, frei schwingend. Immer. Siehst du? Hab's dir doch gesagt. Wer trägt denn heute noch Unterwäsche? Ich geb's ja zu. Du hattest recht. Na, schön, dass ich helfen konnte. Aber ich muss... Hey, warte mal kurz. Bist du nicht... In Eile, ja. Wir sehen uns später, Jungs. Ich weiß, wo die ist, aber wieso komme ich nicht da rein? Was ist das denn? Also ich muss wahrscheinlich sie ansprechen, dann triggert das ja alles und... Naja, gut. Weird. Was sein muss man sagen. Ja, also die Ziegen gemolken, bist es aber gar nicht. Gemolken? Ich weiß nichts über Ziegen, Hübscher. Wenn du aber... Na, egal. Hier ist Stan. Ich kann jetzt nicht. Tut mir leid, aber ich muss dich warnen. Die Wachen haben sich das näher angeschaut und herausgefunden, dass die Papiere gefälscht sind. Ach, Mist. Ganz genau. Die Uhr tickt. Du musst Karin finden und sie verdammt nochmal dort herausholen. Sie werden den Ort jeden Moment auseinandernehmen. Na, verstanden. Nein, sehr überraschend. Finden Sie Karen, schnell. Hast du dich jemals gefragt, was wir tun würden, wenn es die Seuche niemals gegeben hätte? Jo, Karen. Hast du die Ziegen gemolken? Ziegenmilch ist mir zu sauer. Haben dich die PKs geschickt? Ja, droht der Gefahr? Nur von den PKs. Was meinst du? Ich habe jemanden getroffen. Er heißt Alphons. Ein Abtrünniger. Ein Mann. Ein Abtrünniger, ja. Das ist aber nur ein Etikett, wie Peacekeeper. Erzähl den PKs, ich sei entdeckt und hingerichtet worden. Sonst werden sie mich suchen. Sie werden nicht ablassen. Ich werde Alphons verlieren. Ich werde alles verlieren. Hier ist Stan. Schon etwas gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ach ja, hier. Ihr Grab, meine ich. Was? Sie haben Karin getötet? Leider ja. Ach, verdammt. Warte, bis die Oberen das erfahren. Ich hab doch gesagt, sie ist mausetot, Mann. Okay. Ich denke, es gibt jetzt nichts mehr, was wir tun können. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Aiden, Ende. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Ich denke, es dreht sich nicht alles um Etiketten und Uniform. Ich weiß, das reicht nicht. Aber bitte nimm das hier. Mit herzlichstem Dank. Danke, aber ich komme hier nicht lebend raus, um es zu verprassen. Sie suchen sich ja schon nach mir. Hinter dir ist eine Tür. Durch sie kannst du unbemerkt entkommen. Danke. Und viel Glück. Wie, ich komme hier nicht lebend raus. Klar. Kann ich ihren Alfonso nicht töten jetzt? Pissig. Hey, ihr Wichser von Ward. Komm raus da! Ich hab ein paar Toppets getriggert. So, was haben wir denn hier noch? Wait, what the fuck? Das ist
Hab ich noch gar nicht gemacht, die GRE-Anomalie. Naja, du Miau. Und nach oben. Und nach vorne. Wo ist hier? Ach, nur so ein Konvoi, ne? So viele Konvois hier. Boah, ich bin 8 Meter drüber. Er hat ihn immer noch nicht entdeckt. Ein Meme, der Typ, Alter. Wo soll das Fragezeichen sein? Was? Da oben. What? Wie komme ich hier hoch? Klatsch! Ach, guck mal, wo ich hier wieder bin. Ein VNC Tower. Und das ist. I see. Das ist da, wo der Hemmstoff war, ne? Dass es auch keine Möglichkeit gibt, schneller da hochzukommen, als wir mit dem Aufzug. Haben die nicht von außen so Dinger angebracht? So eine Seilbahn? What the fuck, du Arschloch? Das ist voll die Umguckfolge, ne? Ich habe bis jetzt nicht viel gemacht, außer mich die ganze Zeit in der Stadt umgeguckt. Das ist ja überhaupt nicht die Tower, oder? Das ist der Tower. Was zum Teufel haben wir denn hier? Wait. Ich raff nicht, welcher davon der Tower ist, ne? Mann, ist das eine Map. Doch, der hier, ne? Ja. Wieso haben die da können? Die haben doch da irgendwo eine Seilbahn außen angebracht, das habe ich doch gesehen. Da ist eine. Bist du da? So, dann kann ich hier schon mal hoch. Die hier auch eine angebracht? Hat er nicht gemacht. Aber nur hier auf die mittlere Etage, das ist doch alles voll sinnlos. Ich will nicht den Aufzug benutzen, der Aufzug ist scheiße. Ja, ein Kristallamulett. Es heißt, sowas hält die Infizierten ab. Also ich glaube ja eher. Oh no. Vielleicht hat er das Falsche gekauft. Hey. Hier geht's zur Kuriergilde. Fuck den Aufzug, kein Bock da stundenlang rumzuwarten. Mein Gott, immer in die falsche Richtung. So, wo ist die Gilde? Da. Dann hier auf den Truck. Auf die Plattform. Hoch. Rushen. Aufmachen, mit dem Heini hier labern. Yo. In einem Stück zurück, wie ich sehe. Natürlich. Hier eine Nachricht, die ich bekommen habe. Ich kümmere mich darum. Komm so schnell es geht wieder, klar? Diese ganzen Nachrichten stellen sich nicht von selber zu. Neuen Auftrag? Na, ich bin ruhelos, Professor. Ich brauche was zu tun. Ich habe ein paar Zustellungen für dich. Wunderbar. Aber pass auf. Da liegt was in der Luft. Und was soll das sein?
Ich kann es nicht genau sagen, aber pass bloß auf dich auf. Oh. Ich soll auf mich aufpassen. Das kann ich am besten. Liefern Sie etwas den markierten Orten aus. Oh, shit. Na, das ist ja mal ums Eck. Old Villador. Da war ich ja schon ewig nie mehr. Also da in dem Gebiet. Nein, es ist bestimmt wieder Nacht, oder? 18 Uhr, ich habe keine Lust auf Nacht. Warten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Es ist fast dunkel. Muss ich mich zweimal pennen legen. Ich habe keine Lust auf Nacht. Oh, ich bin so müde, denk nochmal hinlegen. So. In die Richtung. Aber ich werde hier mal eben kurz einen kleinen Cut machen. Und dann geht's sofort weiter. So, weiter geht's. Bin ich bescheuert? Wo ist denn hier der scheiß Ausgang? Da. Was ist denn das, Alter? Das sieht doch... Das sieht aus wie so... Nico Bellic, Alter, GTA 4. Uey! Drecksack, Alter. Der wird mit dem Stein, hat er da sein ganzes Gesicht verloren. Hauptsache, die Kollegen sind noch sauer auf mich, weißt du? Wenn ich sehen würde, wie einer irgendwen in meiner Umgebung mit einem Basic das halbe Gesicht wegfetzt, soll ich da ein bisschen die Schuhe küssen. War nett mit dir. Je nachdem, wer es in meiner Umgebung war, ne? Also, wenn es jetzt nur so ein Random war, mit dem ich versuche zu überleben. Ja, alle, tschüss, Alter. Tritt ihr von mir aus auch noch nach, aber... Ich habe einen Brief für Sie. Schau dir den Umschlag an, Berto. So hübsch. Ich wette, das ist eine Hochzeitseinladung. Mensch, bloß nicht. Mein Anzug ist schon vor Jahren von den Motten gefressen worden. Ach was. Ja, eine Hochzeit. Und wer hätt's gedacht? Garrett, den kennst du doch. Klar kenne ich den. Warum heiratet der? Der Kerl spielt mit Frauen, wie andere Poker spielen. Hör auf. Die Kleine heißt Cordelia. Cordelia? An die erinnere ich mich von irgendwoher. Wenn du mich fragst, hat die Kleine eher ihre Dienste als irgendwelche Waren verkauft, wenn du weißt, was ich meine. Du bist unerträglich. Sie ist sicher ein sehr liebes Mädchen und die beiden werden ein tolles Paar. Wenn du meinst. Aber ich will nicht zu der Hochzeit. Die Ehe ist eh in einem Monat vorbei. Und außerdem ist mein Anzug schon vor Jahren von Motten gefressen worden. Mach mal halblang. Ist ja nur eine Ankündigung, noch keine Einladung. Ach so, die reiben also nur allen ihre sogenannte Liebe unter die Nase. Damit kann ich leben. Heißt, wir müssen ihnen keine Geschenke kaufen. Und du weißt ja, mein Anzug. Kannst du mal endlich deinen blöden Anzug aus dem Spiel lassen? Ah ja, weißt du, was ich mich auch frage? Wir haben schon Ewigkeiten nichts mehr von Sophie gehört. Ist sie überhaupt Sophie? Ich glaube, die hieß Sophie, ne? Die Blonde, der wir am Anfang geholfen haben. Arkon ist auch einfach verschwunden. Von dem haben wir auch gar nichts mehr gehört. Also nicht mal irgendwie so ein... Habt ihr was von dem und dem gehört? Oder habt ihr gehört, Arkon ist jetzt... Ist jetzt böse, weißt du? Irgendwie so ein Rumor. Wer ist das denn? So ist die Kacke denn auf Deutsch? Also, so eine Lästerei. Gerüchte, genau. Kuriergilde hier mit einem Brief. Ich danke Ihnen sehr, mein Sohn. Das ist sehr anständig von Ihnen. Selbstredend, die Dame.
stets ich zu... Ich bekomme hier nicht viel Besuch. Tut mir leid, aber... Wie läuft es auf dem Basar? Immer noch so geschäftig? Oh, die Gerüche dort. Manche fanden es stank, aber ich nicht. Es ist ja auch so lange her. Tja, zumindest schreiben ihnen Menschen. Erzählen ihnen was von der Welt außerhalb ihrer vier Wände. Ja, ja. Ich habe wirklich Glück, was das angeht. Ich kau ihnen das Ohr ab. Verzeihen Sie es einer alten Frau. Ich lasse sie besser gehen. Keine Sorge, die Dame. Wie geht es Mrs. Krasinski heute, Kurier? Mir schien, ihr geht's gut. Warum? Ach, nur so. Sie ist ganz allein. Hat niemanden. Ich sorge mich um sie. Naja, ich habe ihr gerade einen Brief zugestellt, also muss da irgendjemand sein. Nein, nicht wirklich. Ich meine, ich rede mit ihr. Aber ich schicke ihr auch diese Briefe. Die einzigen anderen Menschen, mit denen sie sprechen kann, seid ihr Kuriere. Das wusste ich nicht. Ach, woher auch? Aber ich habe mir in letzter Zeit überlegt, wer nach Mrs. Krasinski sieht, wenn mir was passiert. Sie ist so einsam. Dachte nur, das sollten Sie wissen. Danke. Oh, auch ein bisschen weird, ne? Erst einmal wieder die verschwunden. Aiden, wir haben eine Krise. Was ist los? Noch ein Überfall. Diesmal war's Jack. Er hat gerade SOS gefunkt. Oh, Scheiße. Schau, ich weiß, ihr zwei kommt nicht gut klar, aber... Das spielt keine Rolle. Sag mir einfach, wo er ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Gut, ich bin unterwegs. Wenn er wieder funkt, sag ihm, ich komme. Man sieht... wirklich nie. Nie? Ein von den Leuten hier übers Dach klettern oder sonstiges. Ja, Alter, kletter da nicht hoch. Weißt du, man sieht die einfach nie. Aber dann stehen sie in den... sie könnten einfach hinter dir und verschwinden aber wieder. Jetzt noch ein bisschen cooler gefunden, hätte man zwischendurch einfach mal so einen, der hier so rumturnt, weißt du, so. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Also ein paar Kuriere laufen sieht, weißt du, so ein paar Runner. Man sieht ab und zu mal einen auf dem Boden liegen. Mein Bein! Ich hab mich verletzt, ich kann wieder nicht laufen. Ich wurde gebissen, Hilfe! Und halt zwischendurch da unten die Heinis kämpfen. Ich hätte es auch noch cooler gefunden, wenn man mal wirklich aktive Leute von der Kuriergilde sehen würden, außer uns natürlich, ne? Das wäre richtig cool. Oder halt so Überlebende. Gibt ja noch andere Runner, hier wie die Lavorn. Oder so ein Hardcore, weißt du, die Run sind ja keine Nightrunner per se. Oder Pilger, aber kann ich, ich bin gefühlt der Einzige, der in der Stadt rumläuft, aber alle bewegen sich trotzdem. Ich bin irgendwie da. Keine Spur von Jack. Oder von einem Kampf. Klopfen ein paar Türen. Vielleicht hat jemand was gehört oder gesehen. In der Nähe wohnt eine Familie. Hey. Wer ist da? Was wollen Sie? Ich bin von der Kuriergilde. Ich brauche Ihre Hilfe. Was für Hilfe? Ein Kurier wurde in der Nähe angegriffen. Haben Sie was gehört oder gesehen? Ja, ich habe was gesehen. Was ich gesehen habe, ist, dass es meinen Tod bedeutet, wenn ich es jemandem erzähle. Sie haben nichts zu befürchten. Die Kuriergilde wird Sie schützen. Kann sie das? Ihr wollt uns beschützen. Dann räumt die Infizierten hier raus. Wissen Sie, wie es ist, in einer Dark Zone zu leben, wo dauernd Monster vor Ihrer Tür lauern? Meine Familie und ich sind auch so schon genug in Gefahr, ohne eure Sorgen. Lassen Sie mich in Frieden. Fragen Sie jemand anderen. Ich vernichte Sie. Und dann helfen Sie mir? Ich bin sicher, Sie meinen es gut, Bürschchen. Aber selbst wenn Sie das schaffen, kämen bald wieder welche. Außerdem würden Sie sich dabei sowieso umbringen. Ein Versuch ist es wert. Sie haben nichts zu verlieren. Sie sind entweder total verrückt oder total verzweifelt. Aber gut, dann machen Sie mal. Wenn Sie überleben, kommen Sie her und wir reden. Junge, hier ist nichts. Was soll ich hier kaputt machen? Oh ja, ein Zombie. Hau ab. Weg. Wer noch? Du? Alter. Den hat so zerscheppert. Meine Animation wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Was? Ach, der Kollege. Ja, ja, du miau. Ach, schon fertig, die Quest. Hoch. Jo, alle tot.
Ich bin zurück. Die Infizierten sind sie los. Fürs Erste. Sie haben sie erschlagen? Alle? Ja, alle. Stimmt. Also gut. Ich erzähle Ihnen von Ihrem Kollegen. Er wurde von maskierten Männern überfallen. Konnte sich nicht einmal wirklich wehren. Sie haben ihn überwältigt und ihn dann in ein Haus in der Nähe gezerrt. Ist das Haus bewohnt? Ich glaube nicht. Von den Infizierten abgesehen, natürlich. Gut, danke. Sie haben heute vielleicht jemandem das Leben gerettet. Und Sie haben meiner Familie Erlösung von all dem Terror geschenkt. Auch wenn das nur eine Nacht so bleibt, wir sind Ihnen ewig dankbar. Geile Cutscene, der Typ einfach nur komplett dunkel. Man sieht einfach gar nichts von ihm so. 59 Meter. Boah, die ist echt schrecklich, die sind so grauenhaft. Ah, haben die den in die GRE da schon? Ah, ne, doch nicht. Yo, ey. So zuverlässig wie euer Ruf. Oder sollte ich sagen, durchschaubar? Siehst du dann auch, dass ich dich besiegen werde? Du machst eine Party und lädst mich nicht ein? Deprimierend. Was zum... Derek, der abtrünnige Kurier. Du steckst also doch dahinter. Was redest du da? Ich rette dir den Arsch. Rette deinen eigenen Arsch. Macht sie platt. Heck. 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 Bro, du hast echt meinen Arsch gerettet, Alter. Hilfe. Danke dir für deine Hilfe, Bruder. Kappa. Danke. Ich hab mich in dir geirrt. Wie jeder andere auch. Aber, ich sagte doch, ich behalte dich im Auge. Und das habe ich. Besonders seit unserem ersten Treffen. Du bist gut, aber als du in eine Falle laufen wolltest, habe ich eingegriffen. Wie gesagt, du baust Scheiße, ich bin da. Ich hab dich wohl missverstanden. Gut, also bist du nicht der, der Jagd auf Kuriere macht? Nein, aber ich habe nachgeforscht. Und ich glaube, es ist einer aus der Gruppe. Scheiße. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich habe so meine Vermutung. Aber erstmal knöpfe ich mir Jack vor. Bist du ihm auch gefolgt? Ja, aber ich habe ihn verloren, nachdem er hier reingezerrt wurde. Und dann kamst du. Er kann nicht weit sein. An alle Kuriere. Das Hauptquartier wird angegriffen. Alle Kuriere im Umfeld, sofort zum Hauptquartier. Wir brauchen Hilfe. Scheiße. Das ist Driscoll. Wir müssen zum Hauptquartier. Teilen und herrschen. Du gehst ins Hauptquartier, ich suche Jack. Alles klar. Funk uns an, wenn du ihn findest. Ich gehe zum Hauptquartier. Pass auf dich auf, Pilger. Viel Glück. Irgendeine random Stimme nebenbei hat auch noch gesprochen. Oh. 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 So, Hauptquartier. Da kann ich mich wenigstens hinporten. Teleportation. That is my friend, teleportation. So. Jetzt hier hoch. Frame Drops haben, warum auch immer, auf einmal random. Hier. Hier. Zack. Jetzt sieht doch alles soweit friedlich aus. Ah, ne, doch nicht. Im Büro für tote Briefe, Arschloch. Da steht immer so ein hässlichen hinter mir. Der müsste auch angreifen, ne? Eck. Was los, ne? Erstick dran, du Fixer. Jo. Nein, nicht sie. Nein, alles nur nicht sie. Nein! Ihr Schweine, ihr Elenden. Oh, nett. Oh, nett. So, Leute. Oh, ein Speer, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ha. Jo. Ruhe. Mann. Klatsch. Klatsch.
Klatschen. So, her mit dem Speer. Halt! Ja, du schlechte Mädchen, Junge. Gut, dass du da bist, gerade rechtzeitig. Ohne Derek hätte ich das nie geschafft. Derek? Aber ich dachte... Ja, ich auch. Aber wie sich herausstellte, will er einfach nur zurück in die Gilde. Da macht es wenig Sinn, Kuriere umzubringen. Und wer steckt dann dahinter? Na, Derek glaubt jemand von innerhalb der Gruppe. Denke ich auch. Das fällt mir schwer zu glauben. Driscoll, das musst du dir ansehen. Schöne Wand. Schöne Wand. Ey, dreh dich nicht mal um. Driscoll, das musst du dir ansehen. Ja. Well. Dafür drehe ich mich nicht mal um. Und immer machen die alle... Oh, no. Du lebst noch. Ja, es lebt noch einer. Rip him. Reime, ich glaub's nicht. Er muss für jemanden arbeiten. Alleine hätte er das nicht durchziehen können. Tja, mit Typen wie Jack und Derek bei der Gilde konnte er hier auf nett machen und ist überhaupt nicht aufgefallen. Aiden, Derek hier. Ich hab Jack gefunden. Er ist tot. Seine Mörder auch. Aber ich habe einen von ihnen ausgequetscht und der war redselig. Was hast du erfahren? Jaime hat für Waltz gearbeitet. Waltz steckt hinter all dem? Waltz? Das hätte ich nicht gedacht. Danke, Derek. Nimm Jacks Sachen mit, wenn du kannst. Ich melde mich. Verstanden, Pilger. Was will Waltz? Die Kuriere zerstören, um das Netzwerk auszuschalten? Waltz ist kein Zerstörer. Er will das Netzwerk kontrollieren. Er will unsere Archive ganz für sich allein. Ich habe von der Kurierbibel gehört. Gibt es noch mehr? Viel, viel mehr. Karten, andere Bücher, Unmengen an Informationen aus vielen Jahren. Jedes kleine Detail über die Stadt und auch über das Umland. Waltz will also möglichst viele Informationen über die Stadt erhalten. Vielleicht über die Bewohner. Er sucht nach irgendwas und ich muss rausfinden, was. Ich muss ins Archiv. Die Archive sind ausschließlich den höchsten Rängen der Kuriergilde vorbehalten. Allerdings hast du dich immer wieder bewährt und deinen Platz unter den Elite-Kurieren verdient. Komm. Jo. Ja, ich bin krass. Nimm die Beförderung an. Drecksack, ja, ich kann dir nicht mehr trainieren. Oh. Ja, komm. Ah, und da ist er wieder zurück zu den Posten. Ich dachte, ich könnte schon wieder mit ihm handeln. Deine Zeit ist gekommen, Hitzkopf. Willkommen auf der höchsten Rangstufe der Kuriergilde. Nicht schlecht für einen Pilger. Du gehörst jetzt offiziell zur obersten Elite. Die Besten, der Allerbesten der Gilde. Unsere Geheimnisse sind jetzt deine Geheimnisse. Um diesen Anlass zu ehren, habe ich was für dich. Mein Glückwunsch, Hitzkopf. Wer hätte gedacht, dass die hergelaufene Rotznase es so weit schaffen würde? Schau dich jetzt an. Ein echter Kurier. Ich bin stolz auf dich. Mit deinem furchtlosen Einsatz und deinem Eifer hast du dir ein besonderes Recht verdient. Was du dir auch wünschst, wir werden es erfüllen. Frag schon. Du hast nur einen Wunsch. Also, Hitzkopf, überleg es dir gut. Ich will freien Zugang zu den Elite-Gilde spenden. Ich will, dass Derek wieder in die Gilde... Ich will, dass Derek wieder in die Gilde darf. Ja. Ich bitte darum, Derek wieder als Kurier einzusetzen. Er hat mir das Leben gerettet und selbst als Ausgestoßener die Gilde verteidigt. Er gibt seine Fehler zu und wird bestimmt hart arbeiten, um sie auszubügeln. Wenn du es sagst, dann glaube ich dir. Wir werden Derek sofort wieder einsetzen. Danke. Ich stehe dir ab sofort für alle Fragen zur Verfügung. Vermutlich gibt es vieles, was du wissen willst. Willst du antworten, Hitzkopf? Das ist deine Gelegenheit. Ich will ins Archiv. Aiden, ich habe die Neuigkeiten gehört. Ich...
Wir treffen uns in der Kantine. Wenn ich dir wirklich danken muss, dann wenigstens persönlich. Ihr habt aber schneller aufgeräumt. Da liegt noch ein Toter. Den habt ihr auch schon beseitigt. Alter, während wir geredet haben, seid ihr aber fleißig gewesen. Das muss ich euch lassen. Die sitzt immer nur voll rum. So, Kollege, was hast du zum Handeln? Dieter hier, die nehme ich. Alles kaufen. Wo macht das Sinn, wenn ich jetzt hier so ein... Fertigung, wenn ich jetzt sage, ich will hier so ein Dietrich herstellen. Ah. Habe ich unterschiedliche Dietriche? Sehe ich gar hier, Rucksack. Wird mir gar nicht angezeigt. Ja, moin. Handeln. Verkaufen. Habe ich auch nichts, okay. Eine Frage, Professor. Schieß los. Mia. Ich suche eine Frau namens Mia. Ist etwa in meinem Alter. Etwas jünger. Weißt du eventuell was über sie? Leider nein. Kannst du mir sonst noch was über sie sagen? Sie war eins von Walls Versuchskaninchen. Eins seiner Opfer. Vor 15 Jahren. Es gab noch mehr junge Frauen. Die Kuriere kennen eine von ihnen. Sie steckte dauernd in irgendwelchen Schwierigkeiten. Hört sich ganz nach ihr an. Kann sein. Aber mach dir keine großen Hoffnungen. Sie nennt sich Luan. Man findet sie, soweit ich weiß, oft bei Frank. Ah, verstehe. Danke. Luan kennen wir schon. X-13. Was kannst du mir über X-13 sagen? X-13? Interessant. Kenne ich zwar nicht, aber weißt du was? Früher gab die Armee den strategisch wichtigen Einrichtungen in der Stadt ein X und eine Nummer. Also sowas wie Wassertürme, Kraftwerke und so. Und je höher die Nummer, desto strategisch wichtiger die Einrichtung. Aber ich habe noch nie von einer Einrichtung gehört, die höher als X9 war. Was könnte denn strategisch so wichtig sein an X13? Keine Ahnung. Aber so Leute wie du und ich sind da sicher nicht gern gesehen. Was könnte das wohl bedeuten? Jack Matt. Kannst du mir mehr über Major Matt sagen? Vor der Revolution war Jack Matt ein gewöhnlicher Major des Militärs. Bekannt wurde er dadurch, dass er Williams Befehl auf Zivilisten zu schießen verweigerte. Er schaffte es, die meisten Soldaten auf seine Seite zu ziehen und so der Revolution zum Erfolg zu verhelfen. Die meisten halten ihn nicht nur für einen Helden, sondern auch für den Retter der Stadt. Zumindest damals. Mittlerweile geht es ihm jedoch wohl mehr um den eigenen Nutzen als um die Not der Einwohner. Ja, klingt, als hätte ihm die Macht den Kopf verdreht. Schade. Juan Reiner. Was weißt du über diesen Kerl namens Reiner? Das ist allerdings ein Kerl. Er ist dafür verantwortlich, alle am Bau der Mauer beteiligten Gewerkschaften zusammenzubringen. Dafür musste er sich die Gunst fast aller in der Stadt verschaffen. Die Gunst der wichtigen und der unwichtigen Leute. Dank dieser Rolle gelang ihm der Aufstieg zu enormem Reichtum. Dass er ein Revolutionsführer wurde, überraschte viele, aber so war es. Die Rebellion ging von ihm aus. Auch wenn keiner so recht weiß, welche Motivation er dafür eigentlich wirklich hatte. Am Ende triumphierte er jedenfalls. Die Versorgung der Peacekeeper liegt in seinen Händen. Das macht ihn so mächtig wie Matt. Er hat einen vorzüglichen Geschmack. Und bekommt bei der Ausführung seiner Pflichten immer wieder seltene Artefakte in die Finger. Er ist ein echter Sammler geworden. Ja, scheint eine schillernde Persönlichkeit zu sein. Nightrunner. Was steckt wirklich hinter den Nightrunnern? Wer waren sie? Helden, so dachten viele. Am Anfang waren sie einfach nur eine Gruppe Soldaten, die sich während einer Mission infiziert hatten. Normalerweise bedeutet eine Infektion ja das Ende einer Armeekarriere. Das Risiko ist zu groß, vor allem wegen der vielen Nachteinsätze. Doch seinerzeit war das Militär gerade dabei, die sogenannten Hemmstoffe zu entwickeln. Sie verlängern die Zeit, die man im Dunkeln verbringen kann, und verstärken motorische Fähigkeiten und Sinneskräfte enorm. Leider hatten diese Hemmstoffe aber auch Nachteile. Wenn sie einen nicht gleich umbrachten, setzten sie einem zumindest stark zu. Vor die Wahl gestellt, gingen die meisten Soldaten das Risiko ein, um im Dienst zu bleiben und weiter kämpfen zu können.
Auch deshalb hält man sie für Helden. Nicht nur, weil sie eine Menge für viele Leute getan haben, sondern weil sie sich zum Wohle des Volkes der Revolution anschlossen. Die waren wirklich Hardcore-Aiden. Interessante Story. Das mache ich auch mit den Handstoffen. Hau mir die auch mal rein, es gäbe kein Morgen. Colonel, oder... Ja doch, Colonel Williams. Wer ist dieser Colonel Williams? Colonel, immer. Ja. Colonel Chris Williams. Besser bekannt als der Schlechte. Oh, wie kam er zu diesem Spitznamen? Unappetitliche Geschichte. Aber da du es scheinbar wirklich wissen willst, Williams war die rechte Hand von General Pratt. Pratt war auf dem Papier der Sicherheitschef der Stadt. Auf dem Papier, weil eigentlich jeder wusste, dass Pratt Williams Marionette war. Pratt wurde auf den Posten gehievt, obwohl er militärisch nutzlos war. Doch dann stieg Williams das alles zu Kopf und er ordnete einen Chemieangriff auf die Stadt an, während Pratt an der Whiskyflasche nuckelte. Pratt war unfähig, sich dem Konflikt zu stellen oder seiner militärischen Pflicht oder irgendetwas, was nicht mit Whisky zu tun hatte. Was danach geschah, weiß jeder. Williams Angriff löste die Revolution aus. Pratt gab die Befehlsgewalt ab und Williams befahl dem Militär, auf Zivilisten zu schießen. Die meisten Soldaten verweigerten den Befehl, sodass der bewaffnete Konflikt rasch endete. Aber vorher schafften es der Colonel und seine Leute noch, den Damm in eine Privatfestung zu verwandeln. Ein Glück für ihn war, dass er kurze Zeit später Walt bei sich aufnahm. Wow, er ist in der Tat ein Schlechter. Danke für die Infos. Ach, jetzt habe ich keine Fragen. Im Moment habe ich keine Fragen. Okay, Hitzkopf. Du weißt ja, wo ich bin. Ja, aber die Revolution und so haben wir meistens alle schon gehört, so. Guck mal, bewegt sich da hinten auch mal. Kann das nicht glauben, einer, der in der Kuriergilde sich bewegt, außer mir. So. Was haben wir noch? Vögel beobachten. Jagen. Buchclub. Ein Heim vor Brigitte. Brigitte! Gehen wir mal dahin. 300 Meter. Wo ist das denn? Da unten. Zack. Es tut so weh. Bitte hilf mir mal einer. Nope. Es ändert sich nichts. Einige Leute stehen ganz oben, andere stehen unten. Und auf die regnet es auch noch. Wie läuft's, Aiden? Ja, ganz gut bei dir. Man hat dich lange nicht mehr gesehen. Carlos Julianos. Nö. Hast du nichts eingebildet? Da oben ist nichts drauf, ne? Echt nach oben. Jetzt packt er da fest. So. Hier läuft einfach Musik. Luan, Aiden hier. Melde dich. Luan? Komm schon, Luan, antworte. Bist du da? Na toll. Ich repariere den Sender und ausgerechnet jetzt ist bei dir Funkstille. Warum hat er sich hier festgehalten? Und warum hat er jetzt Luan angefunkt? Und warum zieht er sein Ding nicht? Oh Mann, ey, so viele Fragen. So viel. Ist das die Quest, die Hauptquest? Deswegen vielleicht? Ja. Wait, what? Ja doch, ich sollte ja zu Frank. Doch, das ist die Hauptquest. Ganz kurz verwirrt gewesen. Achso, ja, da ist Harper. Hat der jetzt eine andere Markierung gemacht, WTF? Wo ist die Mission hin? Die Quest ist einfach weg.
Mann, kann das Game nicht einfach funktionieren? Die Quest ist einfach verschwunden. Das kannst du keinem erzählen, weil der irgendeine Scheiße triggert. Ist das ätzend, Digga. Ich fliege hier an der Pisse vorbei, weil ich hier einfach vorbeifliegen muss. Die Quest verschwindet einfach. Dieses Game, Alter. Ja, und jetzt ist sie wieder da. Das ist so ein Meme. Oh Mann, ey. Ich kann nicht mal eine Wegmarkierung dahin machen, wenn du wolltest, wenn du wollen würdest. Um das auszutricksen. Sorry, aber das ist einfach so schlecht. Hat denn keiner das Spiel probiert, also bevor es rauskam? Was ist das da hinten? Hat ja auch nicht, aber vielleicht sollte man hinterher gucken, mein Freund. So. Mit deinem Problem will ich nichts zu tun haben. Auf hier die Kiste. So. Hey, ihr habt den Kalk gemacht, sehr gut. Was hab ich euch getan? Hey, jetzt ist sie wieder verschwunden, what? Finden Sie einen Container, wo begibt? Muss ich einfach so random einen finden? Ja, er hat die scheiß Kuhn als ausgerüstet, Mann. Perfekt. Die gehen mir auch so auf den Sack, ne? Warum hat er sie fallen lassen? Oh Mann, ey. Hallo. Was ist hier mit so einem Container? Kennt die? Ist sicher. Au, ab. Treffen Sie Brigitte in der Kantine. Ah ja. Müssen ja alle in der Kantine treffen. Hilfe. Ja komm, dann gehen wir mal dahin. Wo ist denn das da vorne? Moin. Ist das eine Runnerei hier? Hm. Ich sehe gar nichts. Ich sehe legit einfach gar nichts. Ich bin der Pilger. Moin! Das ist alles deine Schuld. Aber Mama. Aber Mama. Schau, was deine Mutter in ihrem hohen Alter erleiden muss. Sei nicht so melodramatisch. Schämst du dich gar nicht? Mama, hör mir zu. Ich werde verlassen und vergessen sterben. Mama, komm nach Hause. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Hast du etwa immer noch diese Streunerin bei dir? Bitte rede nicht so über meine zukünftige Ehefrau. Sie heißt Silvia.
Du kennst sie seit einer Woche und willst sie schon heiraten? Was weißt du denn schon über sie? Ich liebe sie. Mehr als deine eigene Mutter? Ich muss eine schreckliche Mutter sein. Siehst du, dieser nette junge Mann hat mir versprochen, einen Container zu sichern, wo ich auf meine alten Tage allein leben kann. Aber Mama... Still! Nun, wie ist es gelaufen, mein Held? Na, du kannst einziehen. Hier, nimm deinen wohlverdienten Lohn. Ich wollte das eigentlich meinem Sohn hinterlassen, aber er verdient es nicht. Bitte, bring sie zur Vernunft. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft dafür. Ah, die Mutter geht vor hier. Helf ihr. Die Mutter geht vor. Du weißt nicht, wovon du redest. Aber er hat recht. Wer liebt dich auf dieser Welt am meisten? Und wer würde sich immer um dich kümmern? Na gut. Ich werde Sylvia sagen, dass sie ausziehen muss. Na endlich. Wurde auch Zeit, dass du zur Vernunft kommst. Danke. Ich habe keine Ahnung, was ich ohne dich getan hätte. Voll die Kontrollhelikoptermutter. Aber ist ja nicht meine Kontrollhelikoptermutter, also dein Problem. Haha, ja. Blöde Kuh, geh mir aus dem Weg. Weiß nicht, wer ich bin motherfucking Aiden. Treffen Sie sich mit Frank gleich. Gib auf dich acht. Mach ich. Der wollte irgendwann mit mir reden. Wo ist er denn, der Kollege? Du? Hier oben? Siehst gut aus, Aiden. Hä? Ja, hier wieder, weißt du? Der PK-Heini. Den wir verarscht haben, Wo ist denn der Kollege da zum... Zivilisation ist bloß eine Laune. Zivilisation. Wusste ich's doch. Wollte nicht auch Derek mit uns hier reden? Treffen Sie Derek in der Kantine. Ach, da ist er doch. Wait, what? Der ist draußen. Da oben. Wenn du ein Problem hast, geh damit zu Frank. Ich hab ganz viele Probleme. So wie hier hast du noch nirgends eingekauft. Ich bin nur am Einkaufen. Ich hab 40, oh. Funke, let's go. Putz. 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 Ich fühle mich schon fast bestohlen. Moment. Die alte... Meine Preise sind niedrig, wirst sehen. Alte Tusi hier. Verkaufen. Grau. Tja, also, warum nicht? Blau. Junge, 7? Nö, ne? Alles beschissen. Genau das habe ich gesucht. Ja, dann kannst du es haben. Du weißt, was ich brauche, Süßer. Was du brauchst, da will ich mich von distanzieren, to be honest. Schaden mit zwei Handwaffen, auch nicht schlecht. Zu haben. Und zu haben. Schuhe, Müll. Die sind immer gut verkäuflich. Einhandwaffenschaden. Halt die erstmal. Nur noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Schau mal wieder zum Einkaufen vorbei. Auf keinen Fall. Einkaufen. Jo. Derek. Danke, Aiden. Weiß gar nicht, wie viel es mir bedeutet, wieder in der Gilde zu sein. Brauchst mir nicht zu danken. Du hast gezeigt, wer du bist. Tja, aber ohne dich wäre das nicht gegangen. Hier. Bitte. Was ist das? Ein kleines Spielzeug, das ich gebastelt habe. Ist für dich. Ich nenne es den Erlöser. Gehört dir. Meine Fresse. Schau dir das an. Danke, Mann. Setz ihn vernünftig ein. Sonst finde ich deine Leiche und klau in dir, Pill. Aiden. Na, geht klar. Pass auf dich auf, Derek. So ein Stufe 3 Ding war was. Ach du Scheiße, willst du was haben? Ich hab was zu verkaufen. Yo, Frank, Buddy.
Was geht bei dir ab? Du wolltest mit mir reden. Hier spricht Frank auf Radio Freies Villador. Euer Nachbar, eure Stadt. Heute und auf ewig. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit mir, Frank. Schau, wir hatten einen schlechten Start. Und das würde ich gerne ausbügeln. Trink einen. Ja? Für mich. Ach, Frank, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ich muss irgendwie meine... Hör einfach zu. Orts muss in diese GRE-Anlage rein. Verstehst du? Deshalb müssen wir diesen Pilger finden. Er bietet einen Riesenhaufen beschissener Kristalle für die Sache. Und eine Menge Augenputscher. So, hörst du mir jetzt zu? Warum das? Abtrünnige, ja. Aber wie hast du... Der Fernsehsender wurde früher vom Militär kontrolliert. Die haben von dort aus nicht nur gesendet. Dank dir können wir jetzt den Feind abhören. Anscheinend ist Waltz hinter derselben Datenbank her wie du. Aber das Observatorium ist bis oben hin voll mit Chemikalien. Ich habe keine Ahnung, wie diese GRE-Scheiße funktioniert. Aber Waltz anscheinend sehr wohl. Vielleicht kann man nicht nur vom Observatorium aus auf die Datenbank zugreifen. Ist dieses Gespräch alles, was du hast? Für den Moment ja. Aber wenn wir uns um die ranschleichen können und ihre Frequenz abgreifen, könnten wir noch mehr Informationen über Waltzes Pläne kriegen. Wie? Die Übertragung, die du gehört hast, wurde in der Nähe einer alten Militärantenne in der Wharf aufgefangen. Südlich von Marsh End Lane. Wenn wir die Antenne aktivieren, wird das Signal verstärkt. Und wir hören alles, was sie sagen. Jedes einzelne Wort. Dann weißt du ganz genau, was Waltz vorhat. Und manchmal finde ich Aiden echt sehr unangenehm, ne? Manche Aussagen von dir oder Sätze gehen mir einfach auf den Sack. Ich finde Aiden wirklich zu 70% manchmal einfach sehr unsympathisch, ne? Aber Waltz einfach zu suchen ginge doch schneller. Waltz einfach zu suchen würde schneller gehen. Du bist ungeduldig, ich verstehe das. Ich kenne das Gefühl, zu viel Zeit verschwendet zu haben. Aber du musst auf der Hut sein. Denk dran, du sagtest, Waltz hätte den Strom wieder eingeschaltet. Und dann seien die Abtrünnigen in den Zentralring vorgedrungen. Da läuft irgendwas. Wir sollten also so viele Informationen wie möglich sammeln, bevor wir ihn stellen. Was wollen die Abtrünnigen beim Zentralring? Du denkst, Waltz hat den Abtrünnigen befohlen, in den Zentralring einzudringen? Na, bis jetzt hat der Colonel sie in seiner Festung kurz gehalten. Aber diese Wilden, die wir jetzt gesehen haben... Verdammte Scheiße. Irgendwas hat sich geändert. Einer der Picards hat mir erzählt, dass Waltz hinter was her ist, das sie X-13 nennen. Sagt mir nichts. Aber wir könnten es vielleicht herausfinden. Erzähl mir mehr über die Antenne. Erzähl mir mehr über diese Antennen. Das Militär hat sie auf den höchsten Gebäuden platziert, um die Stadt vollständig abzudecken. Man kommt da extrem schwer dran. Aber wir müssen ja nur die finden, die dem Lager der Abtrünnigen am nächsten steht. Wenn das Signal stärker ist, hören wir alles, was sie sagen. Zum Glück ist es die Antenne, die der Kantine am nächsten ist. Die findest du ganz leicht. Gut, dann los. Sonst noch was, bevor ich gehe? Eins noch. Schau dir das Poster an, Aiden. Die Nightrunner haben sich immer an diesen Leitspruch gehalten. Lebe danach. Ich dachte immer, wir sind so zerrissen wie das Stück Papier da. Aber der Spruch hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Und wenn du die Reichweite vergrößerst, kann ich die letzten der alten Nightrunner kontaktieren. Einige müssen noch am Leben sein. Ich verstehe. Das bedeutet dir eine Menge, richtig? Nicht nur mir. Jedem hier. Aber irgendetwas fehlt. Weißt du, warum ich das Poster all die Jahre behalten habe? Wegen Lawan. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie vielleicht 8, 9 Jahre alt. Sie war halbtot. Sah aus, als hätte sie ein Jahr lang nichts gegessen. Und wollte ein paar Kids helfen, ein Kristall von einem Dieb zurückzuholen. Der Kerl hat sie mit einem Messer bedroht. Er war doppelt so groß wie die Kinder. Stärker. Und sie hat sich auf ihn geworfen,
Sie biss ihm so stark in die Hand, dass man seine Schreie noch bis nach Old Villador gehört hat. Danach hat sie den Kristall einem der Jungs gegeben. Dann ging sie einfach. Sie hatte nichts davon. Sie hätte das nicht riskieren müssen. Ich sah sie an und dachte, das ist alles, was wir noch haben. Wir Menschen können gegeneinander kämpfen. Jeder gegen jeden. Oder, ganz egal was passiert, wir können zusammenhalten. Dann habe ich diesen Leitspruch aufgeschrieben. Durch das kleine Mädchen wurden die Nightrunner zu dem, was sie jahrelang waren. Und wenn wir auf eine Wiedergeburt hoffen, dann geht das nur mit ihr. Warum nicht ohne sie? Hast du was von LeWarn gehört? Siehst du, sie ist verdammt zäh. Vielleicht zu zäh. Ich habe sie ausgebildet, half ihre Wunden zu heilen. Nur die größte konnte ich nie heilen. Rache. Sie hat eine mächtige Mauer um sich selbst gebaut. Sie kann ihre Wut nicht loslassen. Und das könnte sie vernichten. Tja, ich weiß, das von einem Säufer, der im Glashaus sitzt. Ich kann darüber nicht urteilen, Frank. Danke. LeWarn ist so verdammt besessen von ihrer Abschussliste. Sie muss das Ding endlich wegwerfen. Andernfalls bringt es sie um. Ich hoffe, sie bekämpft ihre Dämonen besser als ich. Mit welchen Dämonen kämpft LeWarn, wenn Aiden das sagt? Was sind ihre Dämonen? Es sind unzählige, aber ganz oben sitzt Satan selbst. Du meinst Tarkon. Du kennst ihn? Wir sind uns begegnet. Alles begann mit der Mission am Fernsehsender. Tarkon war von Anfang an dagegen. Er hat Killian auf seine Seite gezogen. Er sagte, es wäre Selbstmord. Die Wahrheit ist, der Scheißkerl hatte Schiss, schlicht und einfach. Bis dahin war er nicht nur ein Nightrunner für mich. Ich dachte, er könnte zum Anführer taugen. Aber er stand nicht hinter uns. Hat den Leitspruch zerrissen, bevor er getürmt ist. Und hat damit die Nightrunner selbst zerrissen. Scheiß Feigling. Er verdient es nicht mal, LeWarns Stiefel zu lecken. Hör mal, das geht mir langsam auf den Sack. Wir sollten uns konzentrieren. Glaubst du wirklich, Tarkon ist ein Feigling? Und dass Tarkon Lucas getötet hat? Sowas braucht schon Eier. Wenn er es wirklich war, dann beweist das nur, es waren nicht seine Eier, sondern die von Waltz. Und dass Tarkon jetzt nur noch sein Schoßhündchen ist. Das stimmt. Kastrierte Hunde sind gehorsamer als nicht kastrierte. Ganz genau. Was? Ne, eine Sekunde. Und was? Er muss doch voll die Eier gehabt haben, um den Einer zu töten. Das bedeutet nur, dass er sein Schoßhündchen ist. Ja, stimmt. Ja. Aidens Emotionswechsel ist schlimmer als bei einer Frau in der Periode, Alter. No hate an die Frauen, Alter. Kann's verstehen bei denen. Die machen was durch, aber Aiden ist ja... Okay, schon unterwegs. Dann schnapp sie dir. Ich bin über Funk erreichbar. Du erinnerst mich an LeWarn, bevor sie von ihrer verdammten Abschussliste so besessen war. Ich regle den Lauschangriff auf die Abtrünnigen. Ich finde heraus, was Waltz vorhat. Versprochen. Versprochen. Ich glaube dir. Hallo, Eldor. Frank ist wieder da und ich habe wieder aufregende Nachrichten für euch. Es werden Decken, Lebensmittel und Trinkwasser in der Kantine gesammelt. Alle Bedürftigen können sich bei Nikolas melden. Bleibt dran und ich bin bald zurück mit einer weiteren Botschaft der Hoffnung. Tu doch mal das Mikrofon vor deinem Mund. Heitere Musik. Ist auch geil, wie die Abtrünnigen reden immer genau so. Ihr müsst mich einfach irgendwas machen. Wenn jemand die Zähne zusammenbeißen, Alter. Richtig gequetscht. To be honest, ich glaube, die englische Fassung ist besser. Oh, aber die U-Bahn-Station habe ich auch noch nicht freigeschaltet hier. Der rote Tower. Gut. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Kuss an die eingeschaltet haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Dying Light 2. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Keine Pflicht. Wäre nur super hilfreich und super freundlich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja.
geht morgen weiter. Haut rein. Kuss, 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 Kuss. Tschüss.